Jetzt? Ja. Wir fangen an mit dem Grundriss, ganz knapp, dann den, die Ansicht und dann den Schnitt. Ja, anders geht's nicht. Wir müssen einmal das Gebäude irgendwie sehen. Das heißt also, ich werde jetzt den Grundriss ganz kurz nochmal zeichnen, ein bisschen kleiner, ja, und mache das jetzt auch ganz rudimentär. Ich muss natürlich mir überlegen, wo die Treppe ist. Ich mache das jetzt mal so ähnlich wie bei Leander, damit ihr eine Orientierung habt, ja. Dann hatten wir gesagt, wir schneiden es hier an. Das ist praktisch hier, ich hoffe, ihr seht das alle. Das ist die Stehhöhe. Wir können hier drunter, das können wir stricheln. Hier drunter können wir andere Sachen stellen, wie bei ihm war das, glaube ich. Oder wir machen es jetzt mal einfach die Küche, ja. Die ist dann hier mit den Küchenelementen und so weiter. Und vielleicht geht die hier rum als Counter. Ich glaube, bei ihm war ein Bad da, ja. So, dann haben wir hier irgendwie einen Essraum oder wie auch immer. Also vielleicht ist hier ein, oder ein Sofa. Ja, weiß ich nicht. So, dann wird hier irgendwie, muss hier eine Wand eingezogen sein. Hier geht die Tür auf. Ich glaube, die ging, machen wir mal hier rauf. Machen wir sie mal so, weil man muss ja hier auf die Treppe gehen. Ja. Und dann hätten wir hier vielleicht eine Wand fürs Bad oder so mit einer Schiebetür. Ich denke mir jetzt gerade irgendwie auf, um das zu verteilen. Ich muss jetzt natürlich einen Grundriss machen, sonst kann ich den Schnitt nicht machen, ja. So, und jetzt habe ich hier einen offenen Küchenbereich und würde dann hier sagen, ich mache einen Esstisch hier hin oder wie auch immer mit so Stühlen oder weiß ich auch nicht so. Jetzt müsste ich den multiplizieren, ja, und zwar die Etagen brauche ich jetzt alle. Das heißt, es ist EG, erstes OG, zweites OG und so weiter und so fort. Ich fülle die jetzt nicht, das dauert zu lange, sondern ich denke mir nachher einfach irgendwas aus. Ihr müsst die gefüllt haben, ihr habt die auch schon gefüllt, ja. Das heißt, ich ziehe das runter, hier hätte ich jetzt ein Fenster drin. Hier habe ich ein Badezimmerfenster, das heißt, wenn ich es runterziehe, ihr wisst, wir haben hier praktisch unseren Schnitt, unsere Ansicht. Dann sagen wir 1, 2, 3 und Dach. Habe ich hier die Tür, ich mache das jetzt mal ganz rasch. Tür, Fenster, Fenster, ja, so. Dann habe ich hier oben, sage ich jetzt mal, ich bleibe beim Fenster. Da bleibe ich auch beim Fenster, weil es ist irgendwie gut, finde ich. Und dann mache ich jetzt hier irgendwie noch ein Fenster. So, und hier ist es so, da würde ich jetzt einen Balkon machen, halben. Ja, so. Dahinter ist irgendwie eine Balkontür. Und hier würde ich eigentlich, weil ich habe ja gar nicht so viel Quadratmeter, ihr merkt schon, ich schummel hier so ein bisschen. Da mache ich jetzt auch nochmal einen Balkon, weil sonst habe ich zu viel Quadratmeter, glaube ich. Ja. Könnt ihr es euch ungefähr vorstellen? Hier oben ist eine Dachterrasse. Ganz, ganz schmuddelig gezeichnet, okay? Also, EG, erstes, zweites, drittes, kommt vielleicht ungefähr hin mit den Quadratmeterzahlen, vielleicht auch nicht. Also, so, jetzt kommt der Schnitt. Ich übertrage das, muss das Ding aufklappen. Das heißt, ich brauche nicht 3 Meter, sondern ich brauche 6 Meter. Ja, das heißt, ich zeichne das hier runter. Und muss jetzt eben doppelt so viel, ne? Also das waren jetzt 3, jetzt mache ich nochmal 3. Ist ja relativ einfach von der Mathematik her. Und ich habe jetzt hier 1, 2, 3 Stockwerke. So, jetzt praktisch habe ich den Grundriss, schneide ich jetzt hier einmal durch. Also ich würde jetzt sagen, ich schneide es in der Mitte, ergibt nicht immer Sinn, ja? Da ist ja nichts. Also ich schneide es mal jetzt hier. Weil dann habe ich nämlich die Wand. Sehe ich diese Wand vom Bad. So, jetzt unten würde ich dann anfangen, den Schnitt. Also, ich habe ein langes Gebäude und müsste jetzt gucken, das ist ungefähr 2 Meter. Ja? Also, wenn ich jetzt reingucke, von hier ist rechts 2 Meter. Zack, zack, zack. Sehe ich die Badezimmer-Schiebetür. Die hängt, ihr seht nichts, ne? Die hängt jetzt hier. So, Schiebetür, offenes Bad, Schiebetür. Ja? Hier ist so ein Rail, da hängt es dran. So, das ist Bad. Dann ist hier die Wand zu Ende. Was kommt dann? Erstmal gar nichts. Ich gucke jetzt hier lang, ja? Zack. Dann sehe ich einen Tisch irgendwie, der steht hier. Irgendwie steht hier ein Tisch. Mit Stühlen. So. Dadurch, dass hier kein Fenster ist, ist da auch nichts. Und dann am Ende kommt irgendwie vielleicht ein Schrank oder so. Ja, dann zeichne ich hier einen Schrank. Der hier steht. So. Mehr ist hier eigentlich auch erstmal gar nichts, es sei denn, ich stelle hier noch was hin, dann müsste ich das jetzt zeichnen, Sofa oder so. Ja.
Wenn ich jetzt hier hinten einen Ausgang habe mit einer Tür, dann müsste ich die natürlich zeichnen. Ich weiß nicht, ich habe jetzt da nichts eingezeichnet hinten, aber einige von euch haben hier einen Garten. Und dann würde man jetzt praktisch da natürlich keinen Schrank hinstellen oder sagen wir mal vielleicht einen, der hier oben nur ist. Dann gibt es hier einen Ausgang, also so eine Tür, ja. Und dann würde man jetzt hier einen Baum haben oder irgendwas im Garten. Ja, versteht ihr? Hier kommt man rein. So, jetzt schneide ich, nehme ich die nächste Stockwerk und dann habe ich vielleicht hier wieder die Wand. Ja, weil ich ja wieder ein Fenster da irgendwie eingezeichnet habe und habe aber jetzt eine andere Tür oder so. Ja, dann steht hier vielleicht ein Bett so im Raum, wo man drauf schläft. Vielleicht steht dahinter ein Schrank mit zwei Türen. So. Also ihr ordnet es quasi an. Jetzt versteht ihr es so ungefähr? Ich glaube, ja, es ist deutlich. Ne? Wichtig ist halt dieser Schnitt hier, dass ihr euch überlegt, wie sieht es aus. Natürlich ist die andere Seite fast interessanter. Ne? Ich ändere mal ganz kurz noch einmal die Seite und mache das spiegelverkehrt. Also ich klappe das jetzt zur anderen Seite auf. Dann sehe ich hier lang. Ihr müsst euch überlegen. Ich stehe hier und gucke, was ist links? Links ist die Treppe. Links ist die Treppe. Okay, ich zeige die Treppe. Ich komme rein, ein Meter. Treppe, zack, 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 kommt ungefähr hin, ja? Treppe ist hier, unter der Treppe habe ich die Küche, also die ist so, da ist die Küche, Zeile fängt vielleicht hier an, so, da ist die Küche und darunter sind irgendwie hier Schränke, der Regalsystem, haben einige von euch, ja? Okay, so, dann geht die Treppe hier hoch und hier unten sind Küchenelemente. Und dann habe ich die da vorne gebaut, die Küche, die sieht man natürlich auch nicht, ne? Also die geht nach vorne direkt, so, hier ist mein Tresen und da hinten ist irgendwie ein Sofa, so, da ist so ein Sofa, vielleicht mit einem Kissen so irgendwie, so, ja, das lehnt hier. Versteht ihr das? Okay, super. So, das ist Ansicht A und das ist B, das hatten wir im Plan auch, also ihr könnt sagen A und B, ganz deutlich. Wichtig ist, müsst ihr beide Ansichten, beide Schnitte machen. Diejenigen, die üben wollen und Kapazitäten haben, denen es nicht so schwer fällt, ja? Die machen beide. Das ist eine gute Übung, es ist nicht so schwierig. Die, die sagen, ich habe ein Zeitproblem, ja? Ich schaffe das irgendwie nicht, das ist alles ganz schön anstrengend für mich, die machen einen, mindestens einen. Alles klar? Es muss, kann natürlich nicht leer bleiben, also ihr müsst es schon dann hochziehen bis nach oben. Als Anleitung kann euch wirklich gut dienen, was wir im Internet haben, da also dies einmal reinzugucken, wie dann das Beispiel ist. Gibt es dazu noch Fragen? Nein. Super.